Natürlich macht Apple super viel Gewinn. Schau mal, wie viele iPhones die verkaufen und AirPods und Apple TV. Ja, ja, aber nein. In der Tat. Natürlich, Geräte verkaufen bringt Apple Geld ein, aber ist euch mal was aufgefallen? Apple Music 10 Euro. Apple TV Plus 5 Euro. Apple Arcade 5 Euro. Fitness Plus 10 Euro. Die iCloud zwischen 1 und 10 Euro und alles pro Monat. Man kann auch auf Apple One umsteigen für 15 oder Premium für 29 Euro. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Den großen Gewinn macht Apple nicht durch Verkäufe, sondern durch Abos, wo jeden Monat Geld reinkommt. Für iPhones gibt's das natürlich nicht. Noch nicht. Laut Bloomberg könnte es bald iPhones, iPads, die Apple Watch und so weiter im Abo geben. Wenn das so kommt, dann zahlt man auch hier monatlich Geld an Apple und darf im Gegenzug dann die Geräte benutzen. Nach einer gewissen Zeit endet dann der Vertrag und ihr gebt das iPhone, iPad, whatever wieder zurück an Apple. Ob dieses Abo-Modell wirklich kommt, ist noch nicht safe, aber falls ja, dann könnte es noch dieses Jahr starten.